Hier oben auf dem Sacrato, ganz nah beim Papst, sind insgesamt 1200 Plätze für Ministranten. Und hinter mir hören und sehen wir schon Ministranten aus dem Bistum. Wer bist du? Elisa Schum. Und wie ist es, hier in der ersten Reihe zu sein? Ja, sehr cool. Wie ist es für dich? Auch sehr cool. Wie habt ihr das geschafft, hier in die erste Reihe zu kommen? Keine Ahnung. Um 15.10 Uhr öffneten sich am Dienstag die Tore des Petersplatzes für 50.000 Ministranten. Oberhalb der Stufen auf dem sogenannten Sacrato war zu diesem Zeitpunkt schon einiges los. Ich stehe oben direkt vor dem Petersdom mit Blick auf den Petersplatz, der sich langsam füllt. Und neben mir steht Marco. Hallo Marco, du singst im Chor mit oder was machst du hier oben? Ja, hallo. Richtig, ich werde heute im Chor mitsingen, genau. Was empfindest du dabei, jetzt hier heute hier oben singen zu dürfen? Sehr viel. Zum einen, wir sind in Rom am Petersplatz mit dem Papst zusammen. Das ist für einen gläubigen Christen eine sehr große Ehre. Und dann auch noch mitzusingen im Chor, die Leute zu motivieren, das ist einfach unbeschreiblich. Richtig gut. Also es ist ein Hammererlebnis, hier dabei zu sein. Während der Chor schon einmal in die Tasten haute, nahmen weitere Minis oberhalb der Stufen ihre Plätze ein und vertrieben sich ihre Aufregung mit einem ungewöhnlichen Kartenspiel. Ihr sitzt auf dem Sagrato und macht das Wurstquartett? Das macht unglaublich viel Spaß. Wir haben leider unser Päpst- und Bischofsquartett zu Hause vergessen. Gebt mir ein H! Unten auf dem Petersplatz standen hingegen nicht die Wurst, sondern WM-Fangesänge auf dem Programm. Gib mir ein Papa Francesco! Papa Francesco! Wir singen! Umba, 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 bete! Ich stehe hier neben den Stimmungsmachern des Petersplatzes. Wer seid ihr denn? Wir sind aus St. Egen bei Heidelberg. Das ist welches Bistum? Freiburg. Und was verleitet euch dazu, hier die Stimmung so anzuheizen? Super Stimmung hier mit so vielen jungen Leuten auf dem Petersplatz. Ist einfach Wahnsinn. Also es ist leider nur alle 4 Jahre, aber es ist immer top hier. Also wir freuen uns jedes Mal wahnsinnig drauf. Jetzt habt ihr das Weltmeisterschaftstrikot an. Hier, passt das zusammen? Ja, na klar. Also wir sind ja dieses Mal zum ersten Mal alle aus Deutschland oder zumindest die meisten oder aus deutschsprachigen Ländern. Und erstmal sind wir stolz, dass wir so viele von Deutschland bis hierher kriegen nach Rom. Und ja, natürlich passt es dann auch, ein Weltmeistertrikot anzuhaben. Und die Italiener mögen uns ja dafür. Ja, ja, also. Genau. Auch aus dem Fußball bekannt, aber auf dem Petersplatz doppelt beeindruckend, die Laola-Welle. Da blieben selbst die Bischöfe nicht auf ihren Sitzen. Weitere Bewegung gab es bei der Gebärdenchoreografie zum Motto-Song. Um 18 Uhr war es dann soweit. Im Papamobil fuhr Papst Franziskus über den Petersplatz und begrüßte die begeisterte Menge. Als Zeichen unserer Verbundenheit wollen wir Ihnen jetzt nun das Erkennungszeichen dieser Wallfahrt überreichen, das Pilgertuch. Jeder dieser 50.000 Pilger und Pilgerinnen hat ein solches Tuch. Und die meisten tauschen auch miteinander. Dem Brauch des Tauschens konnte sich auch Papst Franziskus nicht entziehen. Doch dazu kommen wir später. In der folgenden Vesper überraschte der Heilige Vater alle. Denn zum ersten Mal sprach er öffentlich auf Deutsch. Dadurch, dass er das Zeichen von Mensch werden lässt, an diesen konkreten Menschen, Jesus, konnten wir kapieren, was Gott eigentlich meint. Er will Menschen, die frei sind, weil sie sich als Kinder eines guten Vaters ihm geborgen wissen. Im anschließenden katechetischen Gespräch beantwortete der Papst die Fragen der Ministranten. Manche meiner Freunde verstehen noch nicht, warum ich ministriere. Sie machen sich lustig über mich oder sind sauer, wenn ich deswegen mal keine Zeit habe. Könnten Sie mir einen Tipp geben, wie ich damit umgehe? Ich verstehe eure Schwierigkeiten, euren Ministrantendienst mit anderen Aktivitäten zu verbinden und zu vereinbaren. Da muss man sich ein bisschen organisieren, die Dinge in ausgewogener Weise planen. Aber ihr seid Deutsche,
Und das klappt bei euch. Also ich fand es sehr witzig, wie er das gesagt hat. Also es war ja mehr oder weniger ein Vorurteil, aber das war so schelmisch gesagt, dass man es eigentlich nicht richtig ernst nehmen konnte. Und wie war es für dich? Also ich war sehr aufgeregt und ich fand es aber total toll und es hat mich berührt, was er gesagt hat. Und ich fand es schön, dass man ihm mal so nahe kommen durfte. Unglaublich, ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Also so direkt bei ihm zu stehen und direkt mit ihm zu reden, das ist schon eine unglaubliche Erfahrung gewesen. Wie hast du es erlebt? Ja, ich war super aufgeregt und ihm dann in die Augen zu gucken und ihm die Frage stellen zu dürfen, war total spannend und hat mich sehr berührt. Da sind sie, die Helden des heutigen Abends. Hier, das Papsttuch. Was hast du zu ihm gesagt, dass du dieses Tuch mit ihm tauschen konntest? Ich habe nur gefragt, ob er mir die Ehre erweisen würde, das Tuch mit mir zu tauschen. Und was hat er geantwortet? Erstmal hat er gar nichts gesagt. Ich habe dann meins runtergemacht und er hat sein Kollege gemeint, das Tuch. Und dann hat er es mir gegeben und dafür das Würzburger hingemacht. Und du hast ihn um eine Unterschrift gebeten. Jetzt schauen wir uns mal die Originalunterschrift von Papst Franziskus. Was hast du zu ihm gesagt? Ich habe auch gefragt, ob er mir nur Autogramm geben kann. Sofort kam... Autogramm hast du gesagt? Ich weiß es nicht, oder ob er es unterschreiben kann. Ich weiß es nicht mehr. Er hat auf jeden Fall den Stift in die Hand genommen und sofort losgelegt. Das war sie. Das war die große Sonderpapstaudienz bei der Ministrantenwallfahrt 2014. Der Papst hat Deutsch geredet, der Papst hat mit Ministranten sein Pilgertuch getauscht. Es wurde gesungen und gebetet und es gab eine Stille, die eine Gänsehaut erzeugt hat. Es war ein voller Erfolg und ich glaube, alle Ministranten und auch alle Erwachsenen, die hier an dieser Audienz teilgenommen haben, werden noch lange sich daran zurückerinnern.